Drei Jahre später Mitglied der EU wurde, war klar, das geht nur, wenn weiter gesnoost werden darf. Fast 1 Million Schweden schieben sich mehrmals täglich ein Tabakröllchen unter die Oberlippe und holen sich so ihre Dosis Nikotin. Da es in vielen europäischen Ländern inzwischen Rauchverbote gibt, stellt sich die Frage, ob Snus nicht eine Alternative zur Zigarette sein könnte. Denn sicher ist, Passivraucher, die gibt es beim Snusen nicht. Für Göteborgs Nachtschwärmer ist schwedischer Kautabak ein treuer Begleiter. Auch Christopher Kleve schiebt sich zu jedem Bier eine Portion Snus unter die Oberlippe. Für den ehemaligen Raucher die bequemste Art, an seinen geliebten Suchtstoff Nikotin zu kommen. Dank des Snus kann ich beruhigt bei meiner Familie und meinen Freunden sitzen, bin trotzdem vom Nikotin beglückt und schädige weder mich noch jemand anderen. Außerdem habe ich einfach keine Lust mehr, mich draußen in die Kälte zu stellen. Seitdem in allen schwedischen Lokalen Rauchverbot herrscht, feiert Kautabak landesweit ein gewaltiges Comeback. Mehr als die Hälfte der zuvor 3 Millionen Raucher klammert sich an den Rettungsring Snus. Und sogar 1 Million Schweden hat dem Glimmstängel endgültig abgeschworen. Schwedens Frauen rauchen noch munter weiter, qualmen sogar jährlich mehr Zigaretten als die Herren der Schöpfung. Dieses Phänomen gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Der Trend geht jedoch auch unter Frauen in Richtung Kautabak. Mittlerweile gibt es den sogar mit Kirsch- oder Pfefferminzgeschmack. Für etwa 4 Euro die Dose. Bis zu 30 Mal am Tag geht Hendrik Andersson zum Snus-Kühlschrank. Nicht nur sein Laden verdient dann landesweit 200 Millionen verkauften Dosen im Jahr. Snus beflügelt das Tabakgeschäft seit 2 Jahren regelrecht. Seitdem auch noch mehr Frauen zugreifen, habe ich das Gefühl, mehr Kautabak als Zigarettenpackungen zu verkaufen. Snus ist ein echter Renner geworden. Zu kaufen gibt es den rauchfreien Nikotingenuss, aber nur an schwedischen Ladentheken. Anderswo, in der Europäischen Union, ist Kautabak seit 15 Jahren verboten. In Göteborgs Industriegebiet laufen die Snus-Maschinen auf Hochtouren. Den US-Markt und Asien haben die Schweden inzwischen erobert. Lars-Olof Löfmann reicht es nicht. Der Direktor von Schwedens größtem Kautabakproduzenten versucht seit Jahren, auf den weltweit lukrativsten Tabakmarkt zu expandieren, nach Europa. Nachfragen gibt es genug, vor allem aus Dänemark und Finnland. Doch Brüssel besteht hartnäckig auf seinem Verbot. Und Schwedens Tabaklobby fühlt sich benachteiligt. Das Rauchen wird zwar in der EU weitgehend verbannt, den Nikotinsüchtigen werden aber keine Alternativen geboten. Wir versuchen uns in Brüssel immer wieder Gehör zu verschaffen, haben Studien machen lassen, die das Verlangen nach schwedischem Snus untermauern. Doch unsere Forderungen werden alle Jahre wieder vom Tisch geschoben. Nebenan im Labor der Fabrik. Hier werden einmal im Monat die neuesten Kreationen getestet. Snus wird aus eigens für Kautabak angebauten Tabakblättern, Wasser, Salz und Aromen hergestellt. Die Zutaten lassen sich vielfach variieren. Entscheidend für den Erfolg des schwedischen Kautabaks ist allerdings die Portionierung des losen Tabakgemischs in kleinen Beuteln. Dank der schützenden Taschen verursacht der sogenannte portionierte Snus weder gelbe Zähne noch Zahnfleischerkrankungen. Das medizinisch unbedenkliche Produkt könnte zum schwedischen Exportschlager avancieren, wenn die Union ihr Verbot aufheben würde. Und das sollte rasch geschehen, denn EU-weit sterben jedes Jahr 500.000 Menschen an den Folgen des Rauchens. Während in Deutschland und Frankreich etwa 20% aller Todesfälle auf die Nikotinsucht zurückzuführen sind, sterben in Schweden nur 10%. Denn der Konsum von Kautabak ist nicht krebserregend. 4 unabhängige schwedische Studien haben das längst bewiesen. Freddy Levin ist führender Krebsforscher des Landes. Seine Untersuchungen haben ergeben, dass in Schweden gerade einmal halb so viele Nikotinsüchtige an Lungenkrebs erkranken. Das Rauchen ist 1000-mal gefährlicher als der Genuss von Kautabak. Snus wird nicht verbrannt und setzt damit keine krebserregenden Stoffe frei. Die Politiker in Europa müssen begreifen, dass auf diesem Weg 300.000 Menschenleben gerettet werden können.
Von Millionen Passivrauchern ganz zu schweigen. Die schützt Brüssel ja immerhin in Bars und Restaurants. Doch wer wie Christopher Kleve um seine eigene Gesundheit besorgt ist, aber Nikotinsucht und Tabakgeschmack nicht widerstehen kann, der hat bislang nur in Schweden gut lachen. Sogar die amerikanischen Zigarettenhersteller Philip Morris und Reynolds investieren jetzt in die Sparte der rauchlosen Tabakprodukte. Philip Morris hat in den USA Marlboro Snus in 4 Geschmacksrichtungen auf den Markt gebracht. Der Zigarettenkonsum in den USA und vor allem in Europa ist rückläufig, weshalb die Hersteller nach Alternativen suchen. Noch lässt sich aber auch mit der Zigarette gut verdienen. Denn aufzuhören fällt vielen Rauchern schwer, selbst wenn auf der Packung ein Totenkopf prangt. Wir schauen auf den Genuss mit Todesfolgen in unserem Rückblick. Vorsicht, Lebensgefahr. Das sagen jedenfalls amerikanische Wissenschaftler über die Zigarette. Vor 400 Jahren kam der Tabak nach Europa. Christoph Kolumbus brachte ihn mit. Die Europäer begeistern sich schnell für ihn. Erst als Kautabak, dann als Zigarette. Die ist je nachdem Symbol der Männlichkeit oder der Emanzipation. Eine Gewohnheit, die sich nun als tödliche Leidenschaft entpuppt. Wissenschaftler vermuten schon seit langem, dass der Tabak die Gesundheit gefährdet. Aber mittlerweile liegen die Ergebnisse von 8000 Untersuchungen aus aller Welt vor. Und die lassen keinen Zweifel mehr zu. Eine Zigarette enthält 35 Milligramm Teer und 2,5 Milligramm Nikotin. Der Rauch setzt 30 giftige und 5 krebserregende Stoffe frei. Die Zigarette steht im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen und fast alle lebenswichtigen Organe nachhaltig zu schädigen. Nur die Zigarre und die Pfeife werden von dieser Anklage teilweise freigesprochen. Der Krieg zwischen Wissenschaftlern und Tabaklobby ist ausgebrochen. Und trotzdem hören die Europäer noch lange nicht mit dem Rauchen auf. Wir von Zoom Europa haben eine Meinung zu dem, was aktuell passiert. Wir vergeben Plus und Minus in unserem Barometer.